Jo Leute, was geht ab? Und wir spielen heute Far Cry 6. Ich habe es mit meinem Bruder schon angezockt und es ist ein verdammt geniales und spaßiges Spiel. Ich hoffe, ihr begleitet uns, mich auf dieser Reise, auf diesem Kanal. Abonniert dafür gerne den Channel kostenlos. Schaut auch gerne auf Instagram und auf TikTok vorbei und vor allem habt Spaß. Also ich liebe das Spiel und ich hoffe, ich bringe euch den Spaß ein bisschen rüber, das Spiel bringt. Aber wir starten hier mal in einer packenden, um es zusammenzufassen. Wir sind in Kuba und ein machthabender Diktator möchte halt mit all seiner militärischen Kraft und mit all seinem Willen, sagen wir mal so, mit seinem gemussten Willen, will er halt seinen Traum einer perfekten Stadt umwandeln. Also drücke linke Trigger. Yara ist eine Insel im Herzen von Kuba. 67 fuhren Gorilla einer verheerten Blockade. Die Insel war 47 Jahre lang eine Zeitkapsel in Armut verwickelt. Sie ist ein neuer Anführer, also Visio de Paradis, El Presidente de Yara. Antonio Anton Castillo. Das ist der Präsident. Wahre Yarana. Ich stehe vor euch bewaffnet mit der Wahrheit. Zu lange wurde uns unser Land von Politikern geraubt. Okay. Aber ihr habt eine Vision gewählt. Heilung. Okay, das einen geht nicht. Weg ins Paradies. Viviro, geschaffen von unseren brillanten Wissenschaftlern. Das effektivste Krebsmedikament, das die Welt je gesehen hat. Herangezüchtet in unserem kostbaren Tabak. Verfeinert mit dem reinsten Dünger. Viviro ist der Schlüssel zum Wiederaufbau des Paradieses. Doch unser Paradies hat seinen Preis. Das werden unsere Gegner nie begreifen. Yara hat mich nicht gewählt, damit ich den leichten Weg... Ist er ein Sohn oder ein Junge oder ein Mädchen? Ich dachte immer, er ist ein Mädchen, aber er ist ein Junge. Mit konzentriertem Fokus muss ich den Dienst fürs Paradies ausweiten. Wahre Yaraner werden überall auf der Insel auserwählt, um genug Viviro anzubauen, um die Welt zu heilen auserwählt, und unsere gezwungen. Heimat zu retten. Diese glücklichen Yaraner werden über eine Lotterie bestimmt. Oh mein Gott, über eine Lotterie. Sogar mein Sohn Diego könnte morgen eingezogen werden. Hey Dani. Und als der wahre Yaraner, der jetzt... Mach den Scheiß aus. Präzisamente. Genug Politik, Lita. Glaubt ihr, die ziehen die wahren Yaraner ein? Es sind die Ausgestoßenen. Arme, Waisen, wie wir. Er bringt die Sklaverei wieder zurück. Nach Yara. Yara. Davor könnt ihr nicht davonlaufen. Warte mal. Du bist abgehauen. In den Dschungel mit ein paar Guerrieros. Libertad. Jetzt bist du hier, um für Clara Garcias Kreuzzug zu rekrutieren. Komm schon, das ist unser Abschied. Dani. Verdammt, sag doch was. Jetzt müssen wir uns aussuchen, ob wir ein Junge oder ein Mädchen sein wollen. Also männlich oder weiblich. Frau sieht so aus, Mann sieht so aus. Ich nehme den Mann. Feier ich ein bisschen, auf jeden Fall, dass man sich das aussuchen darf und dass Mann und Frau beide Dani hassen. Mein Name ist falsch geschrieben. Dani, du kannst Libertad helfen. Libertad. Du bist ausgebildet. Du hättest längst Karriere gemacht, wenn du nicht so verpeilt wärst. Komm doch mit uns, Lita. Ei, du hörst einfach nie zu, Dani. Hey, wir müssen los. Ein Boot wartet, Drinks in Mexiko. Abendessen in Miami. Coño! Scheiß Stromausfälle. Zu groß für einen Stromausfall. Du bist bewaffnet? Oje! Was ist los? Das Ende der Welt. Helf mit, das Paradies wieder aufzubauen. Scheiße. Verfick nochmal! What the fuck? Eingezogene müssen sich melden. Helf mit, das Paradies wieder aufzubauen. Oh ja. Alejo, nein! Bist du, spinnst du? Oh, oh Mann. Deckung. Scheiß Castillo! Oh. Ach du Hell! Er ist safe tot. Dani, wir müssen weg. Sofort! Jetzt wird's Boot. Du kommst. Versprich's mir, Lita. Sie. Los, Dani. Alter, das fittet schon alles. Ach du heilige Scheiße. Oh mein Gott.
Winter is coming anscheinend. Esperanza. Okay, ich denk mal. Eingezogene müssen sich melden. Helft mit das Paradies. Komm, runter. Okay, sie müssen schleichen. Telefon gegangen, Rojas! Das nächste Arschloch, das die Tür öffnet, muss Dani Rojas sein. Los jetzt! Okay, ich glaube, die suchen uns. FND, kommt raus da! Verstehe nicht, warum die so einen großen Wirbel machen. Helf mir ihn. Fuck, ich bin ja unbewaffnet. Er hat ihn einfach getötet. Was sind das denn für Schweine? Komm schon, wir müssen uns beeilen. Das ist nicht normal. Nein. Huch! Kommt die auch mal irgendwann? Ah, hier ist sie schon. Wir müssen diesen Platz überqueren. Das sind echt viele Soldaten, Lita. Wir wollen die Kanalisation. Lass mal den Panzer fahren, weil mit dem will ich mich besser nicht anlegen. Da vorne dieser riesen Bildschirm. Das ist ja alles. Auf. Und ab in den Kanal. Müssen gehen die Ratten. Das ist ein Wahnsinn. Immer den blauen Pfeil nehme ich mal an entlang. Hier rauf. Ein Nochen. Wir gehen direkt unter der Straße. Oh. Ja, das ist auf jeden Fall krank. Oh. Boah, Panzer, Panzer, Panzer. Schon wieder. Libertad. So, los geht's, Leute. Hier mal durch. Denk mal hier. Ich hoffe mal, das ist kein Blut, aber er hat's ja gesagt, also. Ja. Hier, der Rocks Matratze. Fast geschafft. Alles hier, das ist ja. Der Ausgang ist gleich davor. Gut, das Boot wird nicht auf uns warten. Mir, Lita. Lita, wo bist du? Lita, komm mal! Uiuiui! Das ist aber cool, oh mein. Habt ihr das gehört? Da ist ein Terrorist in meiner Wohnung. Ach du heilige Scheiße, wir haben ja einen guten Ruf hier. Okay. Nein. Die Blompfeile helfen übelst, wirklich. Also die sind echt super. Scheiße, Lita, wo steckst du? Aber Lita ist jetzt schon weg. Ich hoffe, wir treffen sie. Oh. Lita! Wie schnell du warst! Und bam. Scheiße. Wo ist die Polizei, verdammt? Wollen die einfach zusehen, wie das Militär uns umbringt? Da brennt schon wieder was. Da drüben ist das Boot. Lauf. Einfach run, scheiß drauf. Yalla, yalla. Wir laufen hier einfach durch. Jetzt kommen wir eigentlich mit dem Boot. Sollten wir von der Insel kommen, kann mir nur vorstellen, dass da nochmal was schief geht. Also. Wir haben es fast geschafft.
bitte, wir müssen auf dieses Boot. Abuela, was soll ich denn mit Baseballkarten anfangen? Hast du irgendeine Ahnung, wie viel die wert sind? Lass uns durch. Oh je. Ja, da. Marco, du findest so leicht Freunde. Dani, du bist spät. Wo ist Alejo? Er hat sein Ticket weitergegeben. An seine Familie. Blödsinn. Alejo ist eine Waise. Alejo wird nirgendwo mehr hingehen. Na los, Marco. Lass sie aufs Boot. Vamos. Guter Mann. Was soll denn die Scheiße? Nehmt uns mit. San Judas. Gracias. Gern geschehen, Chamaco. Hier. Mehr habe ich nicht. Das ist nicht richtig, Danny. Wir sollten kämpfen, nicht zu den Yankees fliehen. Alejo hat dir ein verdammtes Geschenk gemacht, Lita. Wir überleben. So wie im Waisenhaus, so wie auf der Akademie. Was war das? Bitte, nein, das ist so ein Fischerboot. Nein. Ihn getötet? Militär, oder? Oh nein. Das ist El Presidente. Was macht der hier auf einem Fischerboot? Und der Vater... Bevor er El Presidente wurde, ging mein Papa gern angeln. Wir nahmen uns ein Boot, genau wie dieses. Und was wir gefangen hatten, das ließen wir wieder frei. Er meinte, es geht nicht immer nur um deinen Magen, Mijo. Es geht um die Herausforderung. Außer, wenn er einen dicken, fetten Speerfisch fing. Da war er zu stolz, um sowas aufzugeben. Du kranker Tyrann! Du hast Yara vergiftet! Du hast deinen Sohn vergiftet! Ich habe heute einen sehr großen Fisch gefangen. Nicht wahr, Diego? Diego! Ist nicht wahr. Das ist der Sohn. Ich hab dich gefangen. Und jetzt bringe ich dich nach Hause. Ich will das nicht mehr, Papa. Wir haben keine Wahl. Lass sie gehen. Sie können arbeiten, wie Viro machen. Wahrheit oder Lüge? Wahrheit. Sie könnten gute Arbeiter sein. Sie könnten helfen beim Aufbau des Paradieses. Aber wenn du gewollt hättest, dass sie leben, hättest du nie einen Fuß auf dieses verdammte Boot gesetzt. 13 Jahre alt. Und Diego hat so viel Mitgefühl für sein Volk. Diese Fische, die werfen wir wieder ins Wasser. Passiert. Wir sind am Arsch. Vamos, vamos! Die schlachten einfach die Leute. Nein, sie ist auch... Wie kann man nur so ein herzloses Arschloch sein? Also sorry, aber so... Das geht nicht. Das ist einfach nur unmenschlich, wie der sein Volk behandelt. Ja, Leute, das war der erste Prolog. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Und schaut mal, wie hat er alles zusammengearbeitet hat. Ubisoft Shanghai, Berlin. Dann Kiew. Meine Beine nicht. Kiew. Scheiße, das ist alles meine Schuld. Mein Handy. Vergiss es, Lita. Mein Handy. Das ist der Strand, Danny. Das ist alles Schicksal. Was? Hier verstecken sie sich. Clara. Libertad. Julio. Verdammt. Julio.
Es ist alles hier. Nimm mein Handy. Folge dem Code wie damals, weißt du noch? Twitch, hör auf, Lita. Warte, ich hole Hilfe. No, gib mir das. Clara wird dir helfen. Verstehst du es nicht? Du bist Fortunas Nummer 1. Fortunas Nummer 1. Lo siento, Lita. Lita ist gestorben. Es war mir leider klar, dass die sterben wird. Es ist so sad. Far Cry 6, Leute. Ich hoffe, der Prolog hat euch gefallen und falls ihr Bock habt auf die Reise, abonniert gerne den Channel. Ich möchte jetzt mal schauen, wie das Video ankommt und wenn es gut ankommt, werden wir auf jeden Fall in die Company starten. Also, vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns hoffentlich später oder morgen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Danke fürs Zugucken und ciao.